Moin Moin und willkommen bei Master DLX auf dem YouTube-Channel. Ich bin ganz, ganz neu bei YouTube sozusagen. Ich habe zwar schon 2 Best-of-Videos von Dead by Daylight hochgeladen, aber dieses Video ist das erste, was ich tatsächlich wirklich aufnehme. Ich habe keine Scripts vor mir liegen, ich mache alles aus dem Kopf und dementsprechend, ja, merkt man vielleicht noch, ne? Anfänger, scheißegal. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Was ihr hier sehen werdet, ist tatsächlich die erste Folge von GTA Roleplay. Ich bin aktuell auf dem Blackline-Server und in diesen Videos werdet ihr so ein paar Highlights sehen. Also in folgenden Videos. Dieses Video ist das allererste Video, wo ich Roleplay erstmal ein bisschen erkläre und ja. Verlangt nicht gleich das Perfekte. Wie gesagt, ist mein erstes Video. Muss mich mit Schneiden des Videos erstmal zurechtfinden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ich würde sagen, schaut rein und wir hören uns später wieder. Moin zusammen und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute wieder auf Blackline Roleplay GTA RP. Ich stelle mich kurz vor, das hier. Das bin ich. Das ist Freddy Reynolds. Angenehm. Ja. Man sieht, rote Jacke. Ich erzähle nur ein paar Sachen zu mir. Ich arbeite zurzeit bei The Professionals. Das erkennt man halt genau an diesen Jacken. Wir sind eine Firma. Wir verdienen Geld. Wir bewegen uns auf legalen Weise durch Los Santos, dieser Insel. Ihr werdet hier in meinem YouTube-Kanal immer einzelne Ausschnitte verschiedener kleinen Szenen bekommen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Hier seht ihr schon mal meinen großen Hacken Porsche. Den habe ich mir mittlerweile schon verdient. Ich wohne mittlerweile seit ungefähr 4-5 Tagen auf dieser Insel. Bin eingereist. Ja, und mal schauen, was wir alles so erleben werden, Leute. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und habt Spaß, dann würde ich mir sagen, steigen wir ein und ab geht die Fahrt. Ciao, ciao. So, nochmal dazu, was ist überhaupt GTA Roleplay oder beziehungsweise RP, auch genannt Roleplay, ist ganz einfach. Man denkt sich eine fiktive Person aus, die man so realistisch wie möglich nachspielt. Also nicht nachspielt, spielt. Einen fiktiven Charakter, den man einfach spielt. Auf den unterschiedlichen Servern, auch Staaten genannt, seid ihr natürlich unter Regeln gesetzt, so dass ihr nicht alles tun und lassen könnt, was ihr wollt, sondern es gibt auch bestimmte Regeln. Es soll realitätsnah in dem Sinne sein, sozusagen, ich sag mal so schön, so ein Second Life. Sprich, es gibt zum Beispiel auch Geschwindigkeitsbegrenzung, es gibt Polizei, es gibt Medic, es gibt Feuerwehr, alles Mögliche. Und man hat natürlich auch viele, viele Möglichkeiten, später unterschiedliche Sachen zu machen. Ganz gleich, ob das, wie gesagt, legal, illegal ist, ob ihr Krankenwagenfahrer sein wollt, Taxifahrer oder sonst was. Wie gesagt, den Charakter, den ich spiele, den Freddy Reynolds, der knüpft halt neue Kontakte. Man unterhält sich mit richtigen Leuten, die hier auch auf den Servern sind. Die hört man natürlich auch nur, wenn man in unmittelbarer Nähe ist. Dafür benutzt man sozusagen TeamSpeak zum Beispiel. Und man hört die Leute auch wirklich nur oder kann mit denen reden, wenn man in der Nähe ist. Ne? Und wie gesagt, macht für mich mega, mega Laune. Bin noch sehr, sehr neu dabei. Wie gesagt, das ist auch mal ein erstes Video, was Roleplay angeht. Ich denke, man wächst ganz einfach mit allen drum und dran. Umso häufiger man das macht. Also zum Beispiel innerorts sind 80 Stundenkilometer erlaubt. Und außerorts sind 140 Stundenkilometer erlaubt und auf der Autobahn unbegrenzt. Und auch wird hier, wenn möglich, auch rechts vor links gearbeitet, beziehungsweise wie hier eine Ampel.
Ja, mag für den meisten der GTA-Spiele vielleicht komisch klingen, der Roleplay nicht kennt. Man spielt wirklich nach Straßenverkehrsordnung, muss man natürlich nicht. Man darf sich natürlich nicht erwischen lassen. Ich kann natürlich mal nach hinten gucken, so, fahr jetzt rum. Aber wenn mich jetzt die Polizei erwischt, dann wird es teuer. Ne? Ich bin jetzt mal in die Stadt reingefahren und schon wieder über Rot. Mensch, was da ist. Wie gesagt, auf diesem Server ist jetzt noch nicht ganz so viel los, aber das kommt bald. Es kommt ein großes Update, wo dann viel mehr Möglichkeiten bereitstehen. Vorteil an so einem Server, der ist jetzt noch im Anfangsstadium. Man kann halt von Anfang an dabei sein. Bei anderen Hardcore-RP-Servern, da ist natürlich schon volle Lotte was los. Aber ich denke, mit dem Server bin ich hier ganz gut bedient. Wie gesagt, schauen wir mal, wo Freddy Reynolds seine Karriere hingeht. Ich weiß es nicht. Das ist das Interessante an Roleplay. Es kann jeden Tag was Neues kommen. Ihr könnt jeden Tag irgendjemand Neues kennenlernen, der eure Karrierelaufbahn in weiß der Geier welche Bahn lenken wird. Wie gesagt, vor ein paar Tagen habe ich die Jenna zum Beispiel kennengelernt. Die hat mich zu den Professionals gebracht. Die mit den roten Jacken. Also, ich sag ja immer, ne? Kontakt ist das halbe Leben. Okay, das immer zum Thema Roleplay. Wie gesagt, schauen wir mal, was noch alles so passiert. So, wir fahren jetzt einer zu meinen Haupttätigkeiten. Zurzeit, auf diesem Server ist noch nicht ganz so viel los. Wir fahren zu Bauer Linde. Sind wir irgendwie dran vorbeigeeiert? Ja, sind wir. Bauen wir wieder zurück. Seht ihr mal einer meiner Haupttätigkeiten hier? Trägerfahren. Und so geht das eine ganze Zeit lang, Leute. Was wir daraus machen? Ganz einfach. Wir farmen DP-Punkte, mit denen wir später Sachen einkaufen können. Bestimmte Samen, die wir wieder verkaufen können. Das ist ein Tätigkeitsbereich, den wir hier auf Blackline haben können. Und momentan meiner Meinung nach der effektivste, ist sehr stupide, einfache Arbeit. Aber ja, gut. Man muss sich erstmal ein Grundkapital logischerweise aufbauen. Ne? Wir sind wie gesagt schon ein paar Tage dabei. Wir haben uns schon einiges aufgebaut an Kapital und alles Möglichen. Wir werden dann die Samen nachher, wenn wir hier alles abgearbeitet haben, können wir uns die Samen besorgen, wenn wir eine bestimmte DP-Anzahl erreicht haben. Und ja. Das werde ich euch jetzt natürlich nicht den ganzen YouTube-Kanal sehen lassen hier, sondern das sind immer nur kleine Ausschnitte, damit ihr wisst, was Freddy Reynolds hier auf diesen netten Start hier macht. Da seht ihr das jetzt. Ne? 10 DP. Bei 300 DPs können wir uns zum Beispiel so einen Samen kaufen. Das könnt ihr unter euch ausmachen. Guten Abend. Guten Abend.
Ja, ne, wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja. Ne? Also, wenn ihr euch da untereinander handelt und ihr benutzt alle den gleichen, ist euer Ding. Ne? Nur, wie gesagt, mein Dealer ist tabu. Was ihr jetzt mit den anderen macht, ist kein Problem. Weil ich bin eine Firma, ich bin selbstständig und dementsprechend habe ich da mit eurem Bla nichts zu tun. Wir wollen halt den Dealer auch nicht wegschnappen oder sonstiges. Ja, das könnt ihr auch. Ja. Glaub mir. Ja. Wie gesagt, wir sind halt nur eine Firma, wir haben auch Festpreise, wir machen nichts anderes und dementsprechend läuft das bei uns was anders ab wie bei euch. Ne? Das ist ja. Wie gesagt, ihr könnt ja eure Preise variieren, das können wir halt nicht als Firma. Also sehen wir schon mal, so läuft das zum Beispiel ab. Ne? Es gibt Gespräche. Wie gesagt, der Start ist ja noch im Aufbau. Und ja, das ist das Galli eben gewesen, das ist der Chef von The Professionals, also dieser Firma, wo ich jetzt auch drin bin. Doch bin ich Praktikant, wie gesagt. Ne? Man verdient so sein Geld. Das hier ist halt, so wie er schon sagte, unser Treffpunkt. Das scheint jetzt der Neue da hinten von The Grove zu sein. Das richtig verstanden, ne? Das werden wir noch herausfinden. Ich sage mal, Kontakt ist das halbe Leben. Und ja, dementsprechend schauen wir weiter, wie es weitergeht, ne? Wie gesagt, gibt natürlich auch noch andere Sachen, die hier passieren. Ist hier kontinuierlich Action, ganz klar. Es ist halt Roleplay. Rusty Pommes, so wie er das gesagt hat, das steht auch zur Abkürzung Roleplay. Ne? Also man versucht hier auch Worte zu benutzen, nicht so, ich sag nur als Beispiel, mein Computer ist gerade abgestürzt, tschüss. Dann sagt man zum Beispiel, Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Ne? Sind vielleicht für die Neulinge, die in Roleplay mal reinschauen wollen oder so. Da hat aber jeder Staat auch seine eigenen Regeln so ein bisschen. Hier heißt es halt auch, ich habe Kopfschmerzen, dann weiß der Gegenüber, okay, sein Computer stürzt ab oder das Programm stürzt ab. Da hat man sich natürlich auch wieder einzufinden und nicht einfach wegzubleiben, damit das Roleplay auch beendet werden kann. Ganz klare Sache, ist wichtig. Und ja, das ist so. So, das ist jetzt der Chef von Grove. Nein, das war der Chef von dem Vargus. Vargus, meine ich auch Vargus. Ja. Ah ja, dann muss ich ja erstmal alle kennenlernen. Ja, es ist halt hier. Und wie heißt er mit Vornamen? Das habe ich ganz vergessen. Chris Ryan, wo sind sie? Sind alle weggefahren. Okay, ja, das hat auch erledigt. Chris Ryan, ja gut, dass man den mal gehört hat. Ich sage mal, Kontakt ist das halbe Leben hier im Staat, ne? Ja, das mache ich die ganze Zeit. Also, wie gesagt, ja. wir stehen da eher neutral. Und dadurch können wir halt alle zu mir kommen. Ich mache den Vermittler dann im Endeffekt. Das ist dann halt praktischer für uns, weißt du? Ja, halt, nö, ist ja klar. Wir stehen mit allen gut. Hm. Naja, ich hatte gestern mit Jenna gestern Abend nochmal gesprochen, wegen wie die Zukunft noch so aussieht. Mit wir werden ja immer mehr als die Professionals. Ja. Ne, was da noch alles hinsichtlich in der Zukunft noch so passieren wird, ist ganz interessant. Ja, wir sind gerade an der Planung halt. Weil es soll ja weitergehen. Wir sind halt mittlerweile schon so viele, weil tatsächlich so ein Andrang besteht, mal einfach Spaß zu haben und einfach mal miteinander abzuhängen und so, statt den ganzen Tag durch die Gegend zu ballern. Und haben wir echt so einen riesen Andrang tatsächlich. Das ist doch cool. Ja. So muss das sein. Dass man das schon weitermachen muss. Ja, mal gucken, wo das alles hinführen wird. Bin sehr gespannt. Ja. Was hast du eigentlich für deinen da hinten noch bezahlt? Ach, 27.000 kostet der. 27 nur? Ey, das ist ja fast voll. Ja, dafür habe ich mir den ja gekauft. Die Autos, die sind halt billig und die gehören ja, gut an. Wie heißt der? Der heißt Duke, heißt der. Duke, weil den finde ich geil. 27, das ist ja. Das habe ich ja. Ja, ich glaube 27 oder 27,5, irgend sowas in der Ecke. Und den hast du dann noch ein bisschen getuned. So, nein. Doch, ich habe da Auspuffanlage drunter gemacht. Die Auspuffanlage habe ich machen lassen und vorne die Hutze. Das war es dann aber auch schon. Weil die meisten, die packen sich ja vorne immer diesen Turbo drauf. Ja. Das Problem ist, wenn du den Turbo drauf hast, siehst du nichts mehr. Ja, das kenne ich. Ich bin auch so einmal mitgefahren. Ja. Ja, nicht schlecht. Ja, den muss man sich auch vorbestellen, ne? Ja, klar. Aber okay. Der Dost, der ist ja meistens da. Der müsste jetzt auch da sein. Ja, ich habe den neulich schon kennengelernt da irgendwie. Ja. Also wie gesagt, wolltest du irgendwie 3 Samen haben oder frage ich dich direkt. Ja, das Problem ist, Samen nehme ich selten an. Das ist das halt. Ich kann mal gucken.
Der Kami ist ja nicht da, Kami ist blank. Ah, hat er mir gestern zumindest gesagt. Ja, er ist auch nicht gerade da, sehe ich gerade. Ach, die sind meistens alle weg gerade, sehe ich. Okay, alles klar. Ja, gut. Ich kann mal Kevin fragen. Ja. Das kann ich mal machen für dich, ist kein Problem. Weil ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen, weißt du? Ja, gar kein Problem. Ja? Gut. 4, 9. Weil, wie gesagt, ich bin immer unterwegs. Ich bin schon die ganze Zeit unterwegs. Kevin! Wow. Kevin. Ja, grüß dich. Ich habe mal eine Frage an dich. Du kaufst doch Samen an, ne? Nein, kaufst du denn Samen an? Ja, oder ab? Ja. Ja, ich habe hier den Freddy stehen, den kennst du doch, ne? Freddy Reynolds. Ja, der ist ein Praktikant von uns. So. Der hätte 3 Samen. Wolltest du den die abkaufen? Ja, der ist hier bei mir gerade. Wo bist du denn? Ach, du bist bei Tamara. Ja, warte, ich komme mit dem hoch. Was hältst du davon? Also, dann komm runter. Wir stehen am Pennerparkplatz auf dem Parkplatz da. Weißt du schon. Wo wir eben auch standen, ne? Jo, alles klar. Ne? Bis gleich dann. So, er kommt jetzt gleich runter. Ja, Subi, alles klar. Ja, da kannst du da an dem verkaufen, weil die bauen das halt auch an und so. Wie gesagt, alles klar. Ich führe immer Gespräche und kaufe halt nur das. So, das war jetzt erstmal ein kleiner Einblick ins Roleplay. Falls es bis jetzt noch nicht so interessant. Ihr seht, es ist ein Wirtschaftssystem, steht dahinter. Wie gesagt, der Blackline-Server. Bekommt bald ein großes Update, da gibt es viele, viele neue Möglichkeiten. Ich habe dieses Video in kurzer Zeit gemacht, sage ich so. Mich mit dem Videoschnittprogramm schnell eingefunden. Ich weiß, es ist noch nicht alles perfekt. Ich glaube, man lernt einfach mit der Zeit. Und hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Aber nichtsdestotrotz denke ich, werdet ihr immer wieder was auf YouTube sehen, was Roleplay angeht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt ein bisschen. Es ist ein bisschen langwierig, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Und wenn ihr Bock habt, abonniert mich. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten seht ihr mich gerne auch, wenn ihr Bock habt, auf Twitch MasterDLX, wo ich auch Dead by Daylight online streame. Auch logischerweise GTA RP, wenn dann mehr los ist. Und auch noch andere Spiele. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch einen angenehmen Tag und 79 oder schreibt sich.